Baby, lately I've been thinking we've been working. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Hochzeits-1x1. Ich habe heute die Pod-Führung von meinem ersten Tutorial. Und zwar habe ich Platzkarten selber gemacht, die gleichzeitig auch noch als Gastgeschenk fungiert haben. Dafür habe ich Töpfchen angemalt und die werden dann mit Erde gefüllt und Sukkulenten reingemacht. So hat jeder schon ein Gastgeschenk inklusive Platzkarte. Finde ich ganz cool. Das Ganze kann man jetzt auch super schön weiterführen, also im gleichen Stil, und zwar den Sitzplan kann man damit machen. Dafür würde ich jetzt einfach einen größeren Topf nehmen. Was man sonst noch braucht, ich habe weiße Acrylfarbe und einen Pinsel Stärke 2. Dann habe ich Schaschlikspieße genommen, das ist die billigste Variante, die ihr dafür nehmen könnt. Wenn die euch zu lang sind, schneidet sie einfach ab. Dann habe ich mir hier solche Papierkreise gekauft für die einzelnen Namen. Genau, dann braucht man noch Erde und ich habe hier noch Moos. Ihr braucht so viele Töpfchen, wie ihr auch Tische habt. Ist klar, es sollen dann quasi die Namen der Gäste hier reingesteckt werden in den Topf. Obendrauf kommt das Moos, damit da nicht irgendwie blöd Erde einfach drin ist. Das schön ausschaut. Und obendran kleben wir dann die einzelnen Namen der Person. So weiß jeder, wo er sitzt. Wer neben wem sitzt, kann sich ja jeder eigentlich auch selber aussuchen. Und genau, geht ziemlich einfach und ich denke auch sehr, sehr schnell. Von daher werde ich mal den Topf hier bemalen. Ich habe das jetzt schon mit Bleistift ganz, ganz leicht vorgeschrieben. Schau, dass er nicht zu dick mit Bleistift malt, sonst müsst ihr da echt extrem drüber pinseln mit dem Acryl, weil das uns rausschaut. Schwupps. Ihr könnt es natürlich beliebig dekorieren. Ich habe jetzt da noch ein Kreischen außenrum gemalt. Ob ich den so unten bekomme, weiß ich natürlich nicht. Aber man probiert natürlich einiges. Die Töpfe sind jetzt auch nicht wirklich teuer und man kann sie ja später trotzdem noch verwenden für irgendwelche Blumen und für einen Garten am besten. Kauft euch dann nochmal ein paar Tonuntersetzer dazu, weil der hier hat jetzt ein Loch, wenn ihr die später für Blumen verwenden wollt. Ich würde jetzt einfach einen Stein oder irgendwas unten reinlegen, damit die Erde einfach nicht rausfällt. Weil gießen tut er ja euren Sitzplan definitiv nicht. So, ich setze meine Nummer 1, schon fertig. Jetzt wird er gleich erstmal noch befüllt und dann mit Moos bedeckt. Und hier ist es ja auch easy, ich schreibe jetzt auch erstmal nichts drauf. Könnt ihr nehmen, was ihr wollt, Heißklebepistole, oder ich habe jetzt hier einen Tesafilm genommen. Einfach schwupps, ein kleines Stück abschneiden und an die Zahnstocher kleben. Schaschlikspieße, wollte ich sagen. Genau, und schon sind fertig die Sitzplan-Töpfe. So. So würde das jetzt fertig ausschauen, natürlich mit dem einzelnen Namen drauf. Genau, mit dem Moos schaut es nochmal ganz schön aus. Und jeder findet seinen Platz. Genau. Gefällt mir eigentlich gut, die Variante, und viel Spaß beim Nachmachen. Falls ihr das andere Tutorial noch nicht gesehen habt, zu meinen super sukkulenten Gastgeschenken und
Platzkarten. Schaut mal in das andere Video rein, ich würde mich freuen. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht macht es ja jemand nach. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal eure Ergebnisse schickt. Oder hinterlasst mir einen Kommentar. Ich freue mich bis aufs nächste Mal. The green grass grows in sunny embrace and we can get away, girl, make our escape. It's only you and me being kids all day.